Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Wir beschäftigen uns mit Verweisen. Das letzte Mal haben wir den S-Verweis gemacht, sind drauf gekommen, okay, da gibt es ein paar Sachen, die sind vielleicht nicht hundertprozentig optimal. Heute wollen wir uns beschäftigen mit einer anderen Version des Verweises, mit dem sogenannten X-Verweis. Schauen wir uns das an. Also ich habe unsere Excel-Tabelle hier schon offen, ich mache hier eine neue Zeile. Steuerung Plus war das, gell, zur Erinnerung. Und dieses Mal verwende ich hier den sogenannten X-Verweis. Ja, ich kann wieder die Funktion mit dem F von X da oben aufrufen. F, X-Verweis, zuletzt verwendet oder nachschlagen und Verweise. Auch da gibt es da unten irgendwo den X-Verweis. X-Verweis verwende ich jetzt. Suchkriterium. Das ist wieder die Sache, nach der gesucht werden soll. Und diese Sache soll hier drinnen stehen. Suchmatrix. Das ist jetzt der Teil der Daten, in der das entsprechende Suchding gesucht werden soll. Und hier suchen wir hier. Das war ja beim S-Verweis, war das ja die erste Zeile in der Matrix, dort das drinstehen müssen, nachdem mein Suchfeld, da haben die Daten für meine Suche drinnen stehen müssen. Hier kann ich mir sie aussuchen jetzt. Ja. Das ist gut. Ja. Rückgabematrix, das mal die Rückgabematrix. In dieser Spalte möchte ich das haben. Okay. Schauen wir uns das an, was da jetzt rauskommt. Okay. NV. Ja, ist klar, weil da noch nichts drin ist. Das schlägt ja auch. Bremsleitung 20. Schau, hat funktioniert. Der X-Verweis. Und jetzt kann ich das darüber ziehen. Ja, und habe genau den gleichen Blödsinn gemacht wie das letzte Mal. Weil jetzt sucht der dann nämlich 20 in der 0,1. Das stimmt sogar. Zufällig stimmt das jetzt. Aber eigentlich muss ich ja, was darf sich nicht ändern? Das soll auf Dollar A bleiben, das soll auf A bleiben und das soll ebenfalls auf A bleiben. Der rote Bereich soll ebenfalls auf A bleiben. Und wenn ich es jetzt drüber ziehe, ja, wird es ja nicht viel geändert haben. Ah doch. Ja. So schaut das aus. Ja. Aha, das war vielleicht nicht schlecht, dass ich das rübergezogen habe. Ich werde es markieren, wird das Format übertragen daher und jetzt schaut es aber sogar besser aus. Wir haben gesehen, wir haben schon einen Vorteil erkannt, gell? Nämlich, dass ich das verdollern kann. Da oben habe ich immer den Index gehabt beim S-Verweis, gell? Den Spaltenindex, den habe ich händisch anpassen müssen. Beim X-Verweis brauche ich das nicht. Und jetzt noch eine andere Variante. Ja? Also so ist hoffentlich klar. Ja? X-Verweis, Bremsleitung wird gesucht, im roten Bereich der entsprechende Wert aus dem lilanen Bereich wird zurückgegeben, fertig. Es gibt dann noch was anderes, ja? Also zum Beispiel, wenn ich da jetzt noch, wenn nicht gefunden, nichts gefunden. Das ist der Wert, den er ausspucken soll, wenn nichts gefunden ist. Das heißt, wenn ich da jetzt zum Beispiel irgendwas eingebe, ja, nichts gefunden. Nichts gefunden habe ich, ja. Nichts gefunden. Ja, dann mal das weg. Normalerweise, wie wir sehen, steht NV da, mal es wieder rüber, zieh, nichts gefunden. Ja. Und dann gibt es noch Vergleichsmodus, da kann man wieder einstellen, ob es dieses Mal ist es defaultmäßig auf genau, es muss eine genaue Übereinstimmung sein, ja, und man kann es auch man kann auch sagen, okay, das ist nicht genau. Ja. Und Suchmodus heißt, das lasst man am besten auf Standard, weil manche Suchmodi sind davon abhängig, dass das eine geordnete Liste ist. Binärer Suchmodus zum Beispiel. Oder der Suchmodus, der Standardsuchmodus läuft einfach durch. Ja. Braucht ein bisschen länger. Bei den heutigen Rechnern werden wir das nicht wirklich merken. Ja. Gut, das sind also die Vergleichsmodus, also da hinten, nichts gefunden, das
gefällt mir nicht. Ja. Eigentlich will ich, dass so ausschaut. Und wenn was gefunden wurde, sollen alle Spalten ausgefüllt werden. Das geht auch, nämlich indem ich die Rückgabematrix hier nicht nur auf eine Spalte beziehe, sondern so weit rüber ziehe, wie man das taugt. Und jetzt mache ich Enter. So, nichts gefunden. Blinklicht. Wupp. Alles ausgefüllt. Muss man also aufpassen. Gell? Also das heißt, beim S-Verweis, wenn ich so eine große, breite Spalte, große, breite Suchmatrix angebe, ja, dann ist das Ergebnis ebenfalls ein Vektor in diesem Fall, ja, heißt das. Also ein Feld mit mehreren, eine ganze Zeile, ja, die genauso breit ist. Obwohl hier, gehen wir das mal weg, in dieser Zelle steht gar nichts drin, in dieser Zelle steht gar nichts drin, nichts, 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 nichts. Das schaut so aus, wenn ich was reinschreiben könnte. Wenn ich jetzt hier was reinschreibe, ja, und hier dann aber schau, dann ist da irgendwie so Überlauf. Ja, wenn ich das da weglösche, steht es da. Das muss man ein bisschen aufpassen. Ja, also dass der X-Verweis auch andere Zellen, benachbarte Zellen, da ganz locker überschreiben kann. Also der X-Verweis ist wesentlich universeller einsetzbar. Sagen wir mal. Ja, deswegen verwende ich persönlich immer den X-Verweis. Jetzt lasse ich es drin, diese zwei Sachen, dass man das unter dem Video runterladen kann, diese Datei. Ja. S-Verweis, X-Verweis. Wir suchen in also einer vorgegebenen Liste. Jetzt habe ich da immer was eingegeben. Ja? Und wenn ich nur Brems ergibt, Bremsleitung, Bremslei, nichts gefunden. Ja? Das heißt, ich muss schon wissen, dass es das in der Liste gibt. Ob das gut ist. Wenn ich etwas suche, ich muss ganz genau wissen, wie das heißt, was ich suche. Und wie wir gesehen haben, wenn ich einstelle, es soll nicht hundertprozentig stimmen, dann stimmt es auch nicht hundertprozentig. Ja, also das, beide Lösungen sind nicht sehr befriedigend. Es wäre doch schön, wenn wir unsere Eingabe von Excel überprüfen lassen könnten und dann sagt, okay, ja, ich habe nur verschiedenste Möglichkeiten, etwas einzugeben, nämlich genau die in einer Liste vorhandenen Werte und ich kann mir eines aussuchen davon. Und das schauen wir uns das nächste Mal an, wie das funktioniert. Gell? Dateneingabe filtern. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.